Präparate sind für Forschungszwecke ebenso wertvoll und wichtig wie für populärwissenschaftliche Darstellungen. Anschauliche Objekte helfen den Naturkundemuseen, die Besucher informativ und emotional zu erreichen. Eine neue Ausstellung informiert darüber, wie die Präparate entstehen. Nicht nur Originale, sondern auch Modelle, Abgüsse und Rekonstruktionen fossiler Zeugen der Erdgeschichte lehren uns gerade vor dem Hintergrund der schrumpfenden Biodiversität die Vielfalt des Lebens zu schätzen. Ohne die Präparate würde vieles in Anbetracht der Vergänglichkeit verloren gehen. Dem soll die Sonderausstellung in besonderer Weise Rechnung tragen. Herr Dr. Pellmann, Ausstellung über Präparationen, Präparate. Was zeigt die Ausstellung im Wesentlichen? Die Ausstellung gibt eine Einführung in die Präparationstechniken, gibt einen Einblick, dass es auch in der Natur natürliche Präparatebildung gibt, Fossilen allgemein bekannt oder Mumienbildung. Und geht auch ganz kurz auf historische Präparationen ein, da wiederum die Mumien, die im alten Ägyptischen Reich weit verbreitet waren im Zuge des Kultes, Totenkultes. Und im Zuge der großen Entdeckungsfahrten hat sich dann der Beruf des Präparators herausgebildet, weil man wollte die Tiere und Pflanzen aus fernen Ländern in geeigneter Weise nach Europa bringen und dazu braucht es spezielle Methoden. Die Ausstellung ist in drei Teile gegliedert. Man sieht die zoologisch-biologischen Präparationstechniken. Aus unterschiedlichen Museen haben wir da spannende Leihgaben, die hier zu sehen sind. Zum Beispiel Tierplastiken von Hermann von Termeer aus Leipzig, der einer der Begründer der modernen Dermoplastik, also Tierpräparation ist. Aber auch aktuelle Arbeiten sind zu sehen, preisgekrönte Arbeiten. In Salzburg findet einmal im Jahr die Europameisterschaft und da haben wir auch Preisträger mit Präparaten hier ausgestellt. Der zweite Teil unserer Ausstellung ist der Präparation im medizinisch-anatomischen Bereich gewidmet. Diese Präparationsmethoden sind eine besondere Art und Weise, die dazu dienen, um die Studenten, die Medizinstudenten ausbilden zu können an Originalobjekten und dazu bedarf es einer Präparation. Und die dritte Sektion ist dann der geologischen Präparation gewidmet, geologisch-paläontologischen Präparation. Das ist ein Bereich, da geht es insbesondere um die Freilegung von Fossilien aus dem Gestein. Diese Tagung ist allerdings eine interne Veranstaltung für Fachleute. Dass Präparieren nichts mehr mit Ausstopfen zu tun hat, erläuterten uns zwei dieser Fachleute. Herr Seidel, der normale Museumsbesucher denkt manchmal, oh, schöne ausgestopfte Tiere, aber Ausstopfen alleine hat mit Präparieren nicht so sehr viel zu tun. Genau, aus diesem Grund haben wir diese Ausstellung eigentlich auch konzipiert und aufgebaut und wollen den Besucher darüber informieren, dass dieses Ausstopfen wirklich nicht mehr zeitgemäß ist. Ich sage immer auch, sie gehen alle zum Friseur und nicht mehr zum Haarabschneider. Und das bringt diese Ausstellung auch rüber, dass wir sehr viel die Vielseitigkeit des Berufes ausleuchten mit allen Facetten in den drei Fachbereichen. Aber auch diese Feinheiten zum Beispiel in der neuen Technik. Wir haben also Abgusstechnik, wir haben also 3D-Modellbau, 3D-Scannung und auch die Tränkungsverfahren, also in der Paraffinierung und in den PEG-Präparaten, die also sehr hochwertige Exponate liefern. Was sind PEG-Präparate? Also PEG ist ein Polywachs, was praktisch bei verschiedenen Verfahren Anwendung findet. Da werden Exponate unter Vakuum getränkt, die dann einen schrumpfungsfreien Prozess bei der Trocknung hervorrufen. Da haben ja die alten Ägypter ihre Vorfahren auch schon, sagen wir mal, einbalsamiert und auch der Nachwelt erhalten. Greift man auf solche Techniken auch so ein bisschen zurück oder ist das mehr oder weniger nur im Hinterkopf? Nein, das ist im Hinterkopf. Diese alten Techniken sind wirklich überholt in dem Sinne. Haben zwar eine lange Wirkungszeit gehabt, aber diese Möglichkeit, lebensechte Präparate herzustellen, gibt es davon nicht jetzt hier. Also wir wollen ja praktisch die Natur wieder erhalten. Das heißt also auch die Exponate müssen bemalt werden, koloriert und naturnah aussehen. Das ist ja bei den Mumien nicht. Also das heißt, man ist auch so ein bisschen so eine Illusion, kann man sagen, wenn der Zuschauer, der Besucher kommt, denkt der Mensch, wenn es sich jetzt bewegt, ist es fast wie echt. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel, aber je länger man in dem Beruf steckt, je mehr man ins Detail geht, je mehr merkt man, dass die Natur, halt kriegt man mehr Respekt vor der Natur und man merkt, dass man immer an Grenzen stößt.
Aber zum Beispiel unsere Pilzabgüsse von unserem Kollegen Klaus Wechsler aus Bremen, die sind so weit gemacht, dass man sie wirklich, sage ich mal, für absolut echt erklärt, nur beim Anblick jetzt hier. Und das sind wirklich hervorragende Exponate, wo wir sagen, da sind wir auch sehr stolz, dass wir diese Ausstellung haben. Sie sagten Pilze, da kann man quasi dann fast reinbeißen wollen. Kann man machen, aber sie werden dann auf Kunststoff beißen. Herr Schwalitz, Ihr Kollege hat jetzt schon so ein paar Sachen angedeutet, die in dem Beruf so vorkommen. Kann man sagen, dass da auch andere Berufszweige so ein bisschen mit reinspielen, dass man was, ihr sagte schon Haare schneiden, dass man was vom Frisieren verstehen muss. Was gibt es denn so für Schwierigkeiten oder Probleme bei so einer Präparation? Naja gut, das mit dem Frisieren, das ist natürlich eine Sache, wenn Sie modellbar machen und künstliches Fell einarbeiten, in solchen Sachen, da ist es dann schon mal gefragt, dass man so, ich sag mal doch, das eine oder andere Haar legen muss. Ansonsten ist es natürlich eine Sache, gerade was Dermoplastiken sind, da ist der Bildhauer eher gefragt als der Friseur. Und da gibt es natürlich sehr viele Schwierigkeiten, da muss man dann natürlich auch anatomisch denn korrekt arbeiten, weil die Haut muss nachher drüber passen. Und das Vorbild ist eigentlich immer der Originalkörper, und dieser Originalkörper wird dann im künstlichen Körper nachgearbeitet, sodass die Haut letztendlich einfach dann wieder so dasteht oder in der Dermoplastik zu sehen ist, wie letztendlich das im lebenden Tier auch. Sie selber beschäftigen sich nur jetzt mit biologischen Präparaten oder auch mit medizinischen zum Beispiel? Also wir beschäftigen uns nur mit biologischen, also mit zoologischen Präparaten. Das beinhaltet auch das Biologische, das heißt also Pflanzenpräparation, die ist zwar nicht ganz so im Vordergrund, aber damit auch, ja. Man will ja auch ein bisschen das Umfeld dann so. Das ist ganz tolle wichtig, weil auch der Besucher muss sich auch ein bisschen vorstellen können, gerade was einheimische Tierwelt ist. Mensch, wo kann das eine Tier leben und so weiter? Und das versuchen wir natürlich auf engstem Raum auch darzustellen. Da könnte ich mir vorstellen, so einen kleinen Vogel oder eine kleine Maus, die lässt sich, sagen wir mal, relativ schnell, ich sage jetzt einfach mal, stopfen. Wie machen Sie denn das bei größeren Tieren, zum Beispiel ein Fuchs oder ein Wolf? Womit wird denn der gefüllt? Also füllen, das ist so eine Sache, wie schon mein Kollege sagte, das wird damit nicht gefüllt und auch nicht gestopft, sondern das sind Tatsachepräparate, klein wie groß wird der Körper im natürlichen Maße dargestellt. Das heißt, in größeren Machen ist es so, dass da drüber, bei den großen Präparaten kommt ein modellierter Körper aus Gips, das so arbeiten wir, das ist eine alte herkömmliche Methode, die wirklich, weil das Materialien sind, die wirklich Kollegen vor uns schon verarbeitet haben, die eine sehr lange Lebensdauer haben, und so arbeiten wir. Das heißt, wir modellieren den Körper richtig in einer Masse, das ist eine Gipsmasse, wo dann die Haut drüber kommt, mit Muskeln, mit Sehnen und alles das und Adern, so wie letztendlich das lebende Tier da ist. Da ist nichts mit Stopfen, das sieht man nicht mehr so, das Stopfen ist ein alter Begriff, den es heute in jedem Fall nicht mehr gibt, und so ist es auch bei den kleinen Tieren. Das heißt, die sind innen aber komplett aus Gips oder sind die hohl? Die sind komplett aus Gips. Das ist ein relativ leichter Werkstoff auch, ja, dass man die auch wegtragen könnte, sagen wir mal. Das ist nun nicht, es hat eine gewisse Schwere, aber wir müssen ja keine Actionpräparate machen, die zum Beispiel auf einem Bein oder wegspringen und so weiter. Da gibt es andere Materialien, aber wir arbeiten eben mit solchen und wir versuchen, natürliche Stellungen zu finden, die auch dem Besucher sehr viel ansprechen oder ansprechend sind und auch dem Tier nachher wieder den Respekt zeigt, wie er letztendlich in der Natur auch gelebt hat. Letzte Frage, Sie sind jetzt noch länger in Magdeburg oder nur heute noch da? Wenn jetzt mal Besucher Fragen haben oder Führungen haben wollen, stehen Sie da zur Verfügung? Also wir haben ein Pädagoge, der für solche Sachen dann noch zuständig ist. Ansonsten, wenn Fragen sind, kann man natürlich immer mal bei uns nachfragen. Wie kann man Sie erreichen? Na, es gibt über die Zentrale auch eine Nummer, wo uns dann auch in der Werkstatt denn das Telefon oder der Anruf dann entgegengenommen werden. Oder dann das Museum machen. Ja. Die Ausstellung im Naturkundemuseum mit Leihgaben aus Marburg, Göttingen, Leipzig, Potsdam, Berlin und Stuttgart neben eigenen Präparaten ist bis zum 4. November zu sehen.